Am vergangenen Wochenende kam es durch die Trockenheit auf Mallorca gleich zu zwei Bränden. In den frühen Morgenstunden zum Samstag brannte es in einer Reitschule, wo weite Teile des Futtermittellagers in Flammen geraten sind. Die Brandursache dort ist noch unklar. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Brand in der Gemeinde Montuiri, wo ungefähr ein Quadratkilometer Ackerfläche in Flammen geraten ist. Urlaubern auf Mallorca wird dringend geraten, bitte keine Zigarettenkippen aus dem Fenster zu werfen, nicht zu grillen und Feuer im Freien zu vermeiden. Es ist strengstens verboten, bei diesen Temperaturen zu grillen. Im Jahr 2013 kam es in der Gemeinde Andratsch zu einem der größten und verheerendsten Feuer auf Mallorca. So, ich habe euch ja erzählt von dem Waldbrand hier auf Mallorca. War wohl der größte seiner Zeit in der Geschichte. Guckt euch mal an, bis zu diesem Haus ist der Waldbrand gekommen und hat hier alles zum Schmelzen gebracht. Die Dachrinnen, dann hier unten seht ihr noch ein paar Balken. Da hat sich das Feuer so richtig reingefressen. Der Eigentümer hat das dann irgendwann aufgegeben. Ja, dieses Haus haben schon viele versucht zu kaufen, geht aber nicht, weil irgendwie die Besitzeslage gar nicht so geklärt ist. Und von daher steht das jetzt hier als Lost Place mit wahnsinnigem Ausblick. Guckt euch das mal an. Ist das nicht was herrlich? Und seinerzeit war es dann so, dass man dann diesen Ausblick auch direkt aus dem Whirlpool genießen konnte. Der Waldbrand hier auf Mallorca, das war schon eine Sache. Ist übrigens so, wenn ihr hier mal unterwegs seid, im Sommer darf hier nicht gegrillt werden, kein offenes Feuer. Derjenige, der da diesen Waldbrand ausgelöst hat, der hat hier lebenslanges Grillverbot. Der darf nie wieder grillen, hat eine sehr hohe Strafe bekommen und der darf auch nicht mehr an Grillen teilnehmen. Also er dürfte nicht mal mehr an einer Veranstaltung teilnehmen, wo gegrillt wird. Da hat er absolutes Verbot. Ja, hier könnt ihr im Bild auch sehen, dass da mal viele Bäume waren. Es gibt hier ein Aufforstungsprogramm. Und zwar ist es so, dass hier jedes Jahr Pflanzen ausgegeben werden von der Gemeinde Andratsch. Da kann man dann sich die Pflanzen mitnehmen. Die bekommt man dann gratis von der Gemeinde und kann die hier irgendwo pflanzen. Wenn ihr mal unterwegs seid, im Sommer darf hier nicht gegrillt werden, kein offenes Feuer. Derjenige, der da diesen Waldbrand ausgelöst hat, der hat hier lebenslanges Grillverbot. Der darf nie wieder grillen, hat eine sehr hohe Strafe bekommen und der darf auch nicht mehr an Grillen teilnehmen.